So, guten Morgen erstmal. Wir sind wieder zurück und haben schon den Morgen ein bisschen genutzt, waren gerade einkaufen und auf der Suche nach WLAN, weil ich das Video fertig geschnitten habe. Also wir haben jetzt zwei Videos aufgenommen im Voraus und ich wollte diese Videos hochladen. Allerdings ist das mit dem WLAN hier so ein bisschen schwierig. Erstens ist es nicht so einfach wie in Österreich überhaupt was zu finden. Und außerdem ist das WLAN auch jetzt nicht gerade der absolute Oberhammer. Gerade der Upload ist schlecht und deswegen müssen wir gucken, dass wir morgen vielleicht irgendwie übers mobile Internet das Ganze hochladen. Und deswegen wird sich der Vlog dann um 3 Tage sozusagen, sind die immer dann ja zurück. Also wenn ihr quasi den morgigen seht, laden wir das Video erst hoch, das erste. Ist mal ein bisschen Kopfsache, das richtig hinzukriegen. Naja, jetzt fahren wir jedenfalls wieder zurück, wo wir auch geschlafen haben und wir werden erstmal zusammen frühstücken. So, ich melde mich mal wieder zurück. Wir sind jetzt wo ganz anders und zwar haben wir uns doch dazu entschieden, weil das Wetter wirklich super schlecht war, nochmal nach etwas Internet zu suchen. Und wie ihr sehen könnt, ja, es regnet auch relativ krass. Der Niklas sitzt gerade da hinten, hat sich da gemütlich gemacht. Ich sitze hier vorne und lade gerade das Video hoch. Wie ihr sehen könnt, das erste und darunter direkt das zweite. Ja, das sieht etwas ghetto-mäßig aus, diese ganze Konstruktion hier. Aber es gibt quasi nur so einen ganz kleinen Punkt in dem Auto, wo ich mit diesem Laptop Internet habe. Und sobald man das ein bisschen zur Seite bewegt, ist das Internet sofort weg. Das Internet ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Also von den Spots, die wir bisher benutzt haben an WLAN, ist das definitiv der schlechteste. Aber es reicht zumindest aus, um eben das Video online zu bringen. Was eigentlich ganz cool ist und da es eh regnet und wir gerade nicht so viel machen können, können wir ja eigentlich auch sitzen und eben darauf warten, dass das Video hochgeladen wird. So, es gibt wieder ein bisschen was zu erzählen. Heute ist ja nicht ganz so spannend, was jetzt die Locations angeht, weil es einfach regnet. Aber wir haben gerade echt was Cooles erlebt. Und zwar haben wir relativ lange an einem Platz mitten in der Stadt so entspannt, beziehungsweise eben gewartet, bis das Video hochgeladen wurde. Und wir mussten noch wegen einem Visum, ist eine spätere Geschichte, jedenfalls mussten wir dafür noch Fotos machen und sind deswegen rausgegangen. Und ich habe halt einen Kiosk gesehen, wo stand unlimitiertes Internet und ich dachte so, ja, das hört sich eigentlich ganz nice an und wir brauchten sowieso mal ein bisschen Geld und ja, deswegen haben wir uns welches geholt und ja, läuft. Also es waren 85 Kuna, das hört sich erstmal viel an, aber 1 Euro entspricht ungefähr 8 Kuna, das heißt, wir haben ungefähr dann 12 Euro bezahlt insgesamt. Und das für 7 Tage unlimitiertes Internet, kann man mal machen. Länger, wenn wir eh nicht hier sein. Also das war echt ein top Angebot. Sowas wird man in Deutschland nie bekommen. Ja, richtig. Und dann haben wir noch eine zweite richtig coole Sache erlebt. Und zwar habe ich so gedacht, ja, also jetzt gerade bin ich richtig happy. Wir haben uns Geld geholt und richtig viel Internet, das heißt, wir müssen nirgendwo mehr rumsitzen und irgendwie darauf warten und wir haben richtig schnelles Internet, was wesentlich schneller ist als jedes WLAN, was wir bisher hatten. Also lass uns doch einfach mal ein Eis essen, das sieht auch ganz günstig aus und ja, auch das war wieder ziemlich cool, würde ich sagen. Also meine Empfehlung an jeden, der mal hier in Kroatien ist, geht auf jeden Fall euch ein Eis holen. Das war einfach eine Erfahrung, ja. Du kannst ja mal davon erzählen. Also erstmal der Eismann konnte Deutsch, was ich fand ich nicht selbstverständlich, aber es gab schon viele Menschen, die wir gesehen haben, die Deutsch können. Und ja, der hat so ein bisschen halt rum verarscht. Ich sag mal, ihr kennt das bestimmt aus den Internetclips, wo dann so der Eisverkäufer so das Eis immer durch die Gegend wirft und dann will man es nehmen und dann hat man es doch nicht. Solche Sachen hat er mit uns gemacht und er war einfach mega cool drauf. Und ihr müsst euch vorstellen, die Kugel hat, wie viel hat die gekostet? 7 Kuna. 7 Kuna, eine Kugel, also unter 1 Euro. Aber das war nicht vergleichbar mit einer Kugel aus Deutschland. Das war einfach viel mehr. Die haben da so gefühlt 3 Kugeln in eine gepackt, weil die einfach sehr viel aufs Eis getan haben. Es war zudem auch noch super lecker, also echt geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe 2 Kugeln Eis bestellt und ich hatte tatsächlich wirklich so einen Berg auf meiner Waffel oben drauf. Und er hat am Anfang halt noch mit mir so rumgejoked und hat mir so das Eis nicht gegeben, sondern 2 Waffeln genommen und mir quasi das hingehalten. Hat aber das Eis, die obere Waffel quasi festgehalten. Ich habe an der gezogen. Er hat halt nur die Waffel in der Hand, ohne das Eis. Und er lacht so, nimmt nochmal einen beherzten Becher und knallt da nochmal was oben drauf. So, in das Eis lief schon quasi so über. Und das für irgendwie unter 2 Euro auf jeden Fall. War echt richtig cool. 4 Kugeln waren dann 25 Kuna. Das ist ein Witz quasi. Ja, richtig. Also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen entspannen, das Internet nutzen
und den Regen abwarten. Jetzt sollte es so gegen 6 ungefähr aufhören zu regnen und vielleicht gehen wir dann nochmal raus und dann melden wir uns wieder. Im Generellen sind so alle Preise in Kroatien billiger. Wir waren am Supermarkt, da haben wir Brot, Wasser und ein paar Sachen gekauft. Also du kommst ja sehr billig mit den Lebenserhaltungskosten rum. So, wie ihr schon sehen könnt, ist es mittlerweile dunkel geworden. Wir sind gerade noch draußen gewesen, auch wenn es geregnet hat, und haben die Kamera mitgenommen. Sind dann über so einen Matschweg gelaufen und haben eine kleine Bucht gefunden. Mit Schiffen. Mit Schiffen, das sah echt cool aus. Im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich jetzt die Eindrücke. Und ja, jetzt werden wir den Tag beenden. Heute war es leider nicht ganz so schön, weil es hat sehr viel geregnet, aber wir können das Wetter ja schlecht bestellen. Aber morgen soll das Wetter wieder schön werden. Ja, und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis denn.